Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Tag der Abwechslungsoffensive. Heute spielen wir mal einen Spielmodus, den wir schon seit Monaten nicht mehr gespielt haben. Und der nennt sich Click It. Zu finden auf den playminity.com Servern. Und was das Ganze genau ist, denn der ein oder andere kennt diesen Spielmodus vielleicht nicht, das werde ich gleich in der Runde erklären. Das geht auch gleich schon los. Und übrigens, ich spiele hier ungenickt und das ist auch nicht die erste Runde, die ich hier aufnehme. Leider haben einige es nicht ganz so verstanden, einfach ganz normal zu spielen. Deshalb habe ich das eben auch nochmal gesagt, dass ja die Leute vielleicht nicht unbedingt die ganze Zeit auf mich, weil wenn irgendwie 3-4 Leute nur mir hinterherlaufen, dann ist es halt super, super lame. Deshalb hoffe ich einfach, dass sie dieses Mal ein bisschen normaler spielen. Und ja, ganz am Anfang haben wir eine kleine Grace Period, wo wir ein paar Blöcke einsammeln. Für diese Blöcke bekommen wir je nach Grad, also da seht ihr die gelben, die geben glaube ich 1, irgendwie so ist das, und die blauen 2 und die roten glaube ich 4, irgendwie sowas in der Richtung, ist aber auch jetzt nicht so spielentscheidend. Auf jeden Fall sammeln wir die hier schön ein. Oh Alter, was ist das für eine geile Map, die ist aber schön eingerichtet, hier so eine kleine Höhle und gleich, das zeige ich euch, hier können wir dann die Sachen frei rubbeln, da kommen dann die verschiedensten Items bei raus, extra Herzen, man kann dann zum Beispiel so einen Lightning Strike bekommen, den man auf den Gegner niederprasseln lassen kann. Also da gibt es wirklich die verrücktesten Sachen. Der Spielmodus ist sehr, sehr glückabhängig, muss man auch sagen. Denn wenn man letztlich nur Crap bekommt in diesen Rubbelfeldern, dann ja, dann kann man das knicken. Da muss man mit Skill brillieren. Und ja, da kann es ja manchmal ein bisschen hapern, ne? So, gehen wir mal hier noch so ein bisschen rum. Hier ist aber scheinbar nichts. Da oben sind noch welche. Komm ich denn an die irgendwie ran? Ja, doch, an den muss ich ja rankommen. Okay, dann verlassen wir mal wieder die Höhle. Und ich glaube, selbst mit unseren 44 Blöcken, die wir hier eingesammelt haben, das seht ihr auf der rechten Seite, können wir eigentlich schon komplett alles freirubbeln. Oh, da muss ich kurz ein bisschen aufstoßen. Warte mal, ich probiere das jetzt einfach schon mal direkt. Wir haben jetzt noch 100 Sekunden, dann können wir uns vielleicht direkt mal ein bisschen besser sortieren. Okidoki, zack. Dann rubbeln wir mal frei hier. Okay, oh, schöne Eisensachen. Splash Potions. Jetzt fehlt hier im Grunde genommen... Oh, ein Steinschwert. Nur noch das Eisenschwert. Komm schon. Dia-Spitzhacke. Junge, was soll ich denn hier abbauen? Okay, okay. Oh, da haben wir schon mal keine Blöcke mehr. Da müssen wir nochmal hier hoch und ein bisschen was einsammeln. Hier so ein kleiner grüner. Mist, ey. Ich traue mich hier auch gar nicht mehr richtig raus. Wie viel haben wir denn noch? Ein paar sind noch offen. Aber egal. Ich muss mich jetzt erstmal so ein bisschen darum kümmern, mich zu equippen. Zack, die Brustplatte. Das sieht schon mal alles ganz gut aus. Das ist schon mal ganz nett. Dann legen wir mal das auf die 1. Splash Potions auf die 2. Einen Bogen haben wir leider auch nicht. Da ist dieser Invoke Lightning. Regeneration nämlich auch. Das ist einfach nur eine ganz normale Baked Potato. Mushroom Stew. So, dich packe ich hier auch nochmal hin. Nochmal Regeneration. Okidoki, dann versuche ich nochmal hier vielleicht irgendwie welche abzugammeln. Wie soll man denn an den da oben kommen? Junge, ich bin kein Flugzeug. Ne, und hier ist echt nichts mehr. Na, dann müssen wir doch. Wir müssen doch an die Oberfläche. Schulde ihm was? Wer schuldet wem was? Okay. Junge, hat eine Wette verloren wahrscheinlich. Okay, 20 Sekunden. Ist ja denn nochmal irgendwo irgendwas? Da oben ist einer. Der öffnet, glaube ich, gerade auch die Sachen. Jetzt geht's in 5 Sekunden geht's los. Okidoki. Oben ist jemand. Ist er AFK? Ist er AFK? Ne, der rubbelt noch. Müssen hier irgendwie hoch. Müssen ihn schnell. Er hat die Lunte gerochen. Oh, er zieht sich die Brustplatte an. Aber da wird er viel Fallschaden kassieren. Er hat kein Schwert und dann fliegt er. Und dann ist er down. Okidoki. Junge. Da gönnt er sich dieser. Oh Gott. Oh Gott. Hilfe. Oh nein. Schnell weg. Regeneration. Okidoki. Das ist das, was... Ja, und dann seht ihr... Ach, komm. Das ist das, was ich meine. Oh, und jetzt bin ich confused. Oh, Gott. Oh, Junge, ich einfach... Oh, Gott. Okay, okay, ich muss mal ein bisschen... Oh, Gott. Okay, den haben wir irgendwie noch gemacht. Okay, okay, ich brauch noch mal... Ist einer hinter mir? Oh, vorsichtig. Ich brauche was zu essen. Junge, ich bin gerade richtig verwirrt. Okay, okay. Beine habe ich. Splash Potions. Ja, diesen Invoke Lightning ist vielleicht auch nicht schlecht. Perfekt. Okay, wir haben keine richtig krasse Waffe. Oh! Alter, da ist jemand, glaube ich, runtergefallen.
Okay, der ist, glaube ich, nicht so krass equipped. Und da haben wir den Low Ground. Zwei schöne Hits verteilt. Da hat er nochmal den Fallschaden. Und da ist die Kombo des Todes. Okidoki. Brustplatte? Nee, hat er, glaube ich, nicht. Ist jetzt hier auch nichts, was wir unbedingt brauchen. Das ist aber nochmal so ein Splash Potion. Ey, dass wir keinen Bogen haben. Ich sehe da jetzt aber auch nichts Krasses. Ich bräuchte was zu essen. Zack. Okidoki, schnell den Baked Potato. Wir können auf jeden Fall zweimal so einen Lightning Strike auf die Leute runterregnen lassen. Das ist gar nicht so schlecht. Es sind noch zwei Leute da. Zwei Leute. Okay. Was? All remaining players haben fünf Herzen? What? Junge. Da vorne ist doch einer, oder? Ey, der Bogen ist dann ja mega OP. Okay, jetzt muss man aufpassen. Jeder Spieler, der hier von der Side of Life irgendjemanden überrascht, der hat sowas von gewonnen im Leben. Junge, wenn du ein Eisenschwert hast. Stellt euch, ich weiß gar nicht, ob es Dia-Schwerter gibt. Oh Gott. Da vorne. Da habe ich jemanden gesehen. Jawohl, und das hat down und wir haben gewonnen. Nice one. GG. Alter Schwede, das hätte ich jetzt ja nicht gedacht, nachdem die Runden davor teilweise sehr, sehr konfus waren. Aber auch hier habt ihr gemerkt, wir waren am Anfang wieder ein bisschen umzingelt von den ein oder anderen Leuten. Und ja, Leute, ist eine kleine fixe Runde. Ich wollte euch den Spielmodus einfach nochmal so ein bisschen ins Gedächtnis rufen. Wir machen jetzt leider keine zweite Runde, weil ich jetzt gleich noch einen schmackotastischen Aufnahmetermin habe. Und ansonsten wird es heute kein Minecraft-Video geben. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. Wie gesagt, playminity.com ist der Server, auf dem gibt es auch Jump League. Finde ich, ist eigentlich ein netter Server, der auch ein bisschen kleiner ist. Die brauchen ja auch so ein bisschen Support, ne? Bei Vandhooks. Alter, was bist du denn für einer? Guten Tag, Leute. Guten Tag. Ich muss jetzt... Halt dein Maul? Was? Wer bist du denn? Wieso sagt der halt dein Maul? Junge. Gut, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst eine kleine Bewertung da. Ich wünsche euch allen noch einen angenehmen Tag. Haut rein. Ciao, ciao.